Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Prison Architect of Killer Kindorg. Ich bin Speedy und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In den letzten Folgen haben wir uns ja hier an den neuen Gefängniskomplex gewagt und sind auf ein paar kleinere Probleme gestoßen. Der Platz reicht nicht ganz so aus, wie ich es erhofft habe, was mich etwas ärgert, da ich das eigentlich gehofft habe, dass es auf Anhieb in irgendeiner Form klappt. Wir können nicht genug Tische hinsetzen, wo die Gefangenen auch rankommen. Beziehungsweise wo sie uns nicht pampig werden. Ohne dass es zu Platzmangel kommt. Weil wir hier in der Mitte dann entsprechend die Tische setzen. Das wären 8, 16. Wir haben aber oben Zellblöcke für 24 Leute. Bräuchten also noch einen Achter. Hund, sei ruhig. Ich bin extrem tierlieb, aber du gehst mir auf die Nerven. So, wie wird das hier? Ich mache das jetzt einfach mal als Wand. Hier ein Tisch, da ein Tisch, da ein Tisch. Ich hätte es gerne aber natürlich auch zu. Okay, das dürfte auch so in etwa die Mitte sein. Dass die Gefangenen hier reinkommen. Dann brauchen die natürlich auch noch einen Platz, wo sie ihr Futter abholen können. Das könnte man. Machen wir hier mal die Wand hin. Tricky, 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 tricky. Und dass wir dann hier diesen Bereich hätte, wo sie sich etwas abholen. Es müsste jeden versorgen können, dieses Ding. Eins müsste reichen. Wir müssen aber hier oben wahrscheinlich nochmal komplett umplanen. Das heißt, hier an der Wand das Spülbecken, damit wir den Platz haben. Ofen, Ofen, Ofen. Kühltro, Kühltro, Kühltro. Viel mehr Platz haben wir nicht und es müsste sie eigentlich versorgen können. Und dann hier entsprechend die Tür. Der Eingang. Gang, 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 Gang. Könnte dann in etwa hier sein. So, dann haben wir hier noch einen Raum. Das wäre. Schöne Wollbereiche. Macht ihr mal weiter. Dieser Raum könnte. Schwierig. Also Dusche haben wir, Kantine und Küche haben wir, Zellen haben wir, Isolationshaft haben wir. Was brauchen wir noch? Auf jeden Fall einen Bereich, wo sie für uns arbeiten. Das würde ich dann gerne hier unten drin machen. Schule wäre sinnvoll. So ein bis zwei Klassenzimmer, dann brauchen wir noch ein. Ich glaube, wir haben da etwas viel zu wenig eingeplant. Ja, höchstwahrscheinlich. Aber gut, dafür sind wir ja jetzt noch in der Planung. Quatsch. Ja. Wir können natürlich jederzeit es auch so machen, dass wir hier einen Gang ermöglichen, dass wir hier hinten noch, was weiß ich, sowas dranfügen. Das müsste 5 breit sein, ja. Und dass wir dann, das war Käse, das ist besser. Dass wir hier verschiedene Räume halt noch haben. Den Platz brauchen wir eigentlich dringend. Das hier ist 5 hoch, das ist zu wenig. Wir brauchen
Nämlich pro Bereich im Idealfall noch eine Kapelle. Und wenn ich mich nicht total irre, ist das ein 6x6 Raum. Ja. Doof. Ja. 6x6, das heißt, wir müssten, damit alles sauber passt, schieb ab, es so bauen. Wobei wir das hier verschließen können und im Prinzip als ein langer Strich machen. Und dann würde das hier hinten dran wieder anfangen. Ich glaube, das müsste sogar reichen. Gib mir gerade noch mal. So oder so brauchen wir hier dieses Fundament. Ja. Ja, das wird darauf hinauslaufen, dass wir hier Küche und Ähnliches haben. Das können wir im Prinzip auch schon mal in Auftrag geben, weil so oder so brauchen wir es. Und das hier könnte Bibliothek. Quatsch, Bücherei. Ja, 5x5 müsste reichen. Also wir haben auf jeden Fall mehr als genug, was hier gebaut werden muss. Eventuell sogar der Gruppenraum, dass der direkt bei den Zellen ist und dass wir hier hinten halt diesen ganzen externen Kram machen. Quatsch, Ziegel. Hier hätte ich gerne ein Fundament drunter. Ja, baut fleißig, meine Leute. Baut fleißig. Da kann ich da nichts machen. Die bauen noch. Ich tue gerade mal den Turbo reinhauen. Beziehungsweise hier kann ich ja schon mal die ersten Zellen bauen. Das ist schon mal vorteilhaft. Ich entschuldige mich für dieses Geräusch, dieses. Das ist so eine Abart bei mir. Ich versuche es mir ja schon abzugewöhnen. Diesen, Toilette, Gefängnistür kommt da auch rein. Und jetzt das, was ich angedroht hatte, ein Fenster. Jetzt haben wir bei denen hier das Problem, dass. Ja. Kein Zugang. Also der hier in der Mitte hätte Pech gehabt. Der kriegt hier sogar zwei. Naja, hoffen wir, dass es einfach klappt. Die bauen hier weiter fleißig, das ist sehr schön. Wobei mich hier diese Bäume etwas nerven. Verschwinden die Post bitte an. Ja, alle weg. Holz hacken dauert leider seine Zeit. Das hier will einen Eingang, nehme ich mal an. Das heißt, hier machen wir diesen hier. Wir können sogar theoretisch schon was verkaufen, nämlich diese dämlichen Baumstämme. So. Das hat uns auch schon wieder 1400 gebracht. Ich mag es nicht, wenn ihr mir Beleuchtung vorgibt. Ganz und gar nicht. So, das hat jetzt aber funktioniert. Das heißt, hier können wir schon mal. Oh, der Serviertisch ist 5 breit. Demontieren. Die Tür setzen wir um. Ja, das klappt schon irgendwie. Oh,
Ach, wieso macht ihr ständig die Mauern kaputt, ihr Penner? So. Wie brauchen wir das dann? Ja. Wieso keine rote? Was soll denn der Quatsch? Das nervt ein bisschen. So, lass die dämliche Mauer stehen. Das zieht hier wieder rein, das ist okay. Keine verfügbare Route. Okay, das heißt, die kommen von hier aus nicht dran. Das sollte es jetzt aber korrigiert haben. Hallo, vor die Tür. Ihr seid doch sonst so pfiffige Kerlchen. Oh je. Was ist hier jetzt? Achso, ja. Wir müssen dann noch eine Mauer einsetzen. Dann kommt hier eine Personaltür hin, die wir schon gesetzt haben. Dann, wie besprochen, jetzt die Herde. Die Kühltruhen und das. Oh, das Spielbecken ist nur 3 hoch. Okay. Fine by me. Dann kriegen die ja noch eine Lange. Da. Ah. Und die haben mich schon wieder vor so hingesetzt. Die will ich nicht. Was ist bei euch denn gerade schief gewickelt? Ich hätte gerne hier eine Mauer und hätte gerne hier einen Eingang. Also irgendwie stimmt hier was gerade nicht. Entweder haben die sich gerade irgendwie eingebaut oder ich weiß auch nicht. So, und jetzt kommt er auch wieder raus und dann sollte jetzt das alles hier eigentlich kein Problem mehr sein. Hier können wir schon mal die Mauern ziehen. Hier haben wir wenigstens dran gedacht, einen Platz Abstand zu lassen. Hier haben wir wieder dasselbe Problem. Hoffentlich ist das nicht der Gefangene, der uns übelst mitspielt. So, klick. So, hier oben brauchen wir natürlich dann auch die ISO-Tür. Meine Herren, lass die dämlichen Lampen weg. Die klappen doch sowieso nicht. Eieiei, hier scheitern sie auch schon wieder. Was ist denn hier los? Wo ist der Kühltruhe? Da ist eine Lampe, die Lampe will ich nicht. Die Beleuchtung kann von mir erst so bleiben. Die Lampe ist richtig, die ist falsch. Weg damit. Die ist in Ordnung, okay, die hätte ich nicht entfernen müssen. Die auch nicht, aber ist wurscht.
Was ist hier falsch? Welcher von meinen Bauarbeitern hat sich eingebaut? Ah, das ist der hier unten, der so ein Problem macht. Gut, dann kriegt der temporär hier hinten eine Tür. Na? Kann ich dich eine Aufgabe zuweisen? Nein, kann ich natürlich nicht. Machen wir es so, damit es hier vorangeht. Du dämlicher Penner. Heide Witzka. Geht's jetzt hier mal voran? Oder habe ich noch einen, der sich ausgesperrt hat? Irksk. Das war Autosave. Na komm, Turbo. Machen wir mal temporär. Hier natürlich hin, damit das mal etwas zügiger geht. Okay, sie kamen nicht an ihr Lager ran. Ah, oh, aua. Die haben überall Funzeln eingebaut, die ich nicht haben will. Gut, aber nichtsdestoweniger machen wir mal weiter. Besucher dich. 1, 2, 3. So, dann brauchen wir hier noch Tische. Und Bänke. Und ein paar Toiletten. Ein Schreibtisch und ein Stuhl. So, das müsste uns effektiv weiterhelfen. Hier kommt eine Wand dazwischen, hier kommt eine Wand dazwischen und hier kommt eine Wand dazwischen. Da kommen dann Bänke hin. Ach, das war jetzt gerade doof. So, Tische und Bänke. So, das ist eingeplant. Die roten Punkte sind weg. Yay! Endlich. So, der Duschraum kriegt in der Mitte noch eine Mauer. Dann brauchen wir hier noch einen Abfluss und die ganzen Duschkappe. Lieber zu viel als zu wenig, würde ich an der Stelle sagen. So, das sollte halten. Das heißt, Dusche abgeschlossen. Gefängniszellen. Bemannen wir gerade mal. Tam, 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 tam. So. Das geht doch schon jetzt wesentlich besser von der Hand als noch eben. Und man merke, ein Gefängnis sauteuer.
Das darf ruhig alles blinken, das ist mir noch relativ schnurzpiep egal. Generator. Dann setzen wir mal die ersten drei schon mal hin und das Pumpwerk. Wir nehmen erstmal nur oben, wie gehabt, den Bereich in Betrieb und leichte oder Medium Security. Medium Security wahrscheinlich eher, weil das mehr Geld gibt, aber da müssen wir dann auf der Hut sein, dass die Gefangenen uns nicht schon wieder übelst mitspielen. So, die sind alle da. Dann können wir hier eigentlich auch schon gerade den Besucherraum definieren. Hier sind keine Türen, das ist blöd. Das ist aber auch zu änderbar. So. Und hier sollte eigentlich eine Mauer sein. Ja, eingeplant ist sie. Sehr schön. Das heißt Besucherzimmer. Hier unten können wir dann direkt schon auch die Einlieferung und die Übergangszelle definieren. Das hier ist dann Le Cantina und die kleine publiche Küche. Dann baut ihr mal fleißig. So, hier hinten haben wir dann noch diesen ganzen Streifen, wo wir einiges planen können. Das brauchen wir nicht mehr. Das ist auch okay. Das wäre Workshop, würde ich jetzt einfach mal behaupten. So. Ja, ihr habt das noch nicht. Ist mir schon klar. Baut mal einer die dämliche Tür da oben. Im Zustand. So, hier unten lasse ich noch mal das Loch, dass die da überhaupt was machen können. Okay, da ist eine Tür, das heißt, hier unten kann ich das Loch dicht machen. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Wird doch, wird doch. Wir haben einen großen Hof, das heißt, da sollten wir uns allein schon nicht aufs Dach steigen. Ja, das hier mache ich jetzt zum Gruppenraum. Der braucht gar nichts. Wobei ich aber weiß, dass im Gruppenraum auch Therapiesitzungen und sowas abgehalten werden können. Deswegen mache ich da jetzt mal Stühle hin. Dann kriegen die natürlich noch ein Sofa. Telefon würde ich am Hof machen. Das machen wir so. Baum, du bist im Weg. Schieber. Hier können wir eigentlich schon die Isolationszellen markieren und unsere normalen Zellen auch. Yep. Wird doch langsam, wird doch langsam. So. Einrichtung sollte alles geplant sein. Wir brauchen natürlich noch Gefängnistüren hier. Sollte klar sein, Boden und ähnliches mache ich in einem späteren Zeitpunkt, wenn sich herausstellt, dass das Gefängnis funktioniert, so wie ich es jetzt hoffe. Es müsste aber wesentlich besser laufen, weil direkt der Zugang zum Hof und ja. Sieht ein bisschen schepp aus, aber schepp ist modern. Das muss so sein. Wieso baut ihr das hier nicht? Da ist einiges zu verkaufen. Sehr schön. Knatter-tatter-tatter-tatter. Knatter-tatter-tatter-tatter. So. Besser. Bisschen die Bilanz aufpoliert. Sehr schön. Macht ihr jetzt bitte endlich mal den Generator. Ist ja fürchterlich. Da machen sie jetzt die Mauer. Sehr gut. Ja,
Stromversorgung lassen wir hier am Rand verlaufen. Würde nämlich hier zack, zack, einfach was anschließen können. Das geht auch bis ganz nach oben. Einmal quer durch. Auch hier würde ich sagen, einmal quer durch. Das ist angeschlossen. Das hier verbinden wir dann hier rüber. Ja. Wasserversorgung sollten wir natürlich auch legen. Keine Frage. Da lege ich ein... Na, es ist jetzt eigentlich nicht das Drama, dass wir sie direkt übereinander legen. Das müsste sogar relativ gut funktionieren. So, direkter Anschluss. Das braucht alles einen Wasseranschluss. So, das müsste auch halten. Strom müsste dadurch dann auch gegessen sein. Gerade noch die... was blinkt hier nicht alles? So, so. Setzen wir das hier gerade noch. Natürlich brauchen die Zellen auch noch Wasser und ähnliches. Das kriegen sie jetzt. Das heißt, das ziehen wir auch komplett einmal durch. Wenn ich mich richtig erinnere, waren die Toiletten hier an der Ecke, genau. Ah. Diese Mikrowockler machen mich nochmal kirre. So, Strom soll da liegen. Hey! Was ist denn hier los? Ist ja fürchterlich. Entwickler, wenn ihr das seht, was ist da los? Mein Rechner kann es nicht sein, der hat genug Dampf. Hm, ärgerlich. So, wird das jetzt endlich mal eingebaut? Ja, sehr fein, sehr schön. Das brauchen wir doch. Huchala. Aber gut, ich denke, mit diesen Worten verabschieden wir uns dann, verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Prison Architect, wenn es hoffentlich etwas besser läuft. Ja. Habt ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge, Hinweise, Kommentare zu meinem Gameplay? Schreibt es mir unten in die Kommentare, ich werde darauf reagieren. Ansonsten, cheerio und tschüss!